So, nachdem wir uns in der letzten Folge diese Handelserweiterung gekauft haben für unseren Discoverer, haben wir jetzt nur noch, ich gehe mal auf Pilotenstatus, wir haben nur noch 10.595 Credits. Sehen wir da unten. Das ist nicht wirklich viel. Das ist nur ein Ticken mehr als das, was wir angefangen haben. Also wird der Howler, unser Merkur, wieder nur so leicht beladen werden können. Das heißt, wir sollten auf keinen Fall irgendwas Neues hier kaufen. Was schade ist. Denn, ich klicke mal auf Handeln, wir könnten hier unser Triebwerk noch erhöhen. Also die Geschwindigkeit, um dann noch schneller aufzuklären. Aber das können wir nicht mal zur Hälfte erhöhen und würden dabei schon unser ganzes Geld verprassen. Das ist gar nicht Produkte gut. werden nicht gekauft. Genauso könnten wir auch noch unsere Drehgeschwindigkeit erhöhen, unser Laderaum erweitern, diesen Duplex-Scanner hier kaufen. Der wäre richtig praktisch für unseren Aufklärer. Dadurch hätten wir halt die doppelte Reichweite. Oder hat er den schon? Nein, hat er nicht. Ist nicht installiert. Na, schade. Und so gibt es halt jede Menge Software, die man sich holen kann, die das Leben extrem einfacher machen. Aber gut, wir wollen jetzt abdocken. Drücken jetzt in unserem Discoverer mal Tab und sehen halt gleich, dass er wesentlich schneller beschleunigt und auch gleich wesentlich schneller ist. So, jetzt mache ich mit Punkt die Sektorkarte auf und mache einen Doppelklick einfach irgendwo hin. Dann sagt unser Autopilot, okay, ich fliege jetzt zu dem Punkt und bleibe dann da stehen. Und so klicke ich halt einmal an dem Punkt, einmal an dem Punkt, einmal an dem Punkt und habe dann fast den ganzen Sektor erkundet. Die Karte ist nämlich unendlich groß. Also man kann wirklich stundenlang in eine Richtung fliegen, aber da ist einfach nichts mehr. Die meisten Stationen und Raumschiffe befinden sich innerhalb dieses Vierecks oder Dreiecks, je nachdem, wie viele Sprungtore da sind. In diesem Bereich. Und außerhalb sind nur ab und an mal Piratenbasen oder ein paar Asteroiden. Das Wichtigste ist halt innerhalb dieser Sprungtore. Innerhalb des eingegrenzten Bereichs der Sprungtore. So, und da ist auch schon eins von den Viechern. Oh, und da hinten sehe ich noch ganz entfernt eine Station, glaube ich. Da können wir gleich mal gucken, ob die noch innerhalb dieses Bereichs liegt oder nicht. Aber gut, jetzt machen wir kurz mal den Sensor an. Bis wir hier einen Rahmen um diese Sprungtore drum bekommen. Weil sobald der Rahmen da ist, taucht er auch bei uns in der Karte auf. Das müsste demnächst sein. Obwohl, wir haben noch keinen Duplex-Scanner, das kann noch ein bisschen dauern. Hier sehen wir nämlich immer noch kein Westtor. So, jetzt sieht man den Rahmen drumherum, sieht da das W für das Westtor und auch hier auf unserem Radar, oder Gravidar besser gesagt, wird es auch eingezeichnet. So, drücken wir Punkt für Sektorkarte und da wäre das Westtor. Die Station da hinten und der Titan, also das riesige Raumschiff, sind aber noch westlicher als das Westtor. Das heißt, da fliege ich auch noch mal kurz hin, der Vollständigkeit halber. Oh, und da ist noch eine Station. Ah, doch ein wenig mehr außerhalb hier, als ich gedacht hätte. Und da kommt uns gerade ein Transporter entgegen. Hat das gleiche Symbol wie unser Merkur. Das sind auch die primären Händler. So, was haben wir da? Eine Waffenproduktion? Noch kein Rahmen. Jetzt. Schwarmraketen werden hier produziert. Da könnten wir also auch unser Erz loswerden. Und der bietet eine Kampfmission an. Für uns aber uninteressant. Ich drücke jetzt einfach mal U. Also U war die Abkürzung für draufklicken und hier auf Informationen. Er braucht Erz, aber das Lager ist fast voll. Schade. Was er unbedingt braucht und recht teuer ankauft, sind Energiezellen. Na, also wir könnten jetzt theoretisch losziehen und Energiezellen kaufen, aber nicht mit unserem Discoverer. Der Laderaum von dem Discoverer ist viel zu klein. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie klein er ist. Wir drücken hier auf aufs Schiffsmenü und haben hier Fracht. Fracht haben wir 2 von 10. Das ist echt nicht viel. Das heißt, unser Frachtraum wird schon zu einem Fünftel allein von dem Schild ausgefüllt. Also wir könnten jetzt noch ein paar Energiezellen mitnehmen, so 4, 5 Stück. Das wäre echt albern. Na gut, Menü wieder schließen. Im Gegensatz dazu gehe ich nochmal hier drauf und auf meinen Besitz. Gehe auf unseren Merkur und da haben wir hier Fracht 3 von 3000. Das ist schon ein recht arger Unterschied. Oh, und ich sehe gerade, unser Merkur ist inzwischen schon im Heronsnebel. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Universumskarte gehen mit Komma, sehen wir hier, dass der Sektor grün umrandet ist. Das heißt, wir haben in diesem Sektor entweder ein Schiff, eine Station oder einen Satelliten.
und können dementsprechend auch bei den anderen Minen gucken, wie voll deren Lager ist und wie teuer der Preis ist. Jetzt können wir es nicht mehr, weil unser Merkur schon gedockt hat. Oder? Testen wir mal. Doch, können wir noch, weil es immer noch im selben Sektor ist. Sehr schön. Also, er ist jetzt gedockt bei der Mine. Da ist das Lager fast leer und das Erz kostet fast 200 Credits. Das ist viel zu viel. So, was ist bei Gamma? Bei Gamma kostet es 171, bringt auch fast nichts. Und hier oben sah es, glaube ich, gut aus. 100 Credits. Ist okay, ist nicht überragend, aber ist okay. Und bis unser Merkur von da nach da getingelt ist, fällt der Preis vielleicht noch ein bisschen. Also gehen wir wieder hier drauf. Mein Besitz. Merkur. Kommandos, Kommandokonsole. Navigation. Docke an. Herons Nebel und auf die Erzmine. So, jetzt sehen wir wieder, wo er ist, wo er hin will und was für einen Befehl er hat. Und müssen jetzt warten, bis er da angedockt ist. Sobald er da angedockt ist, können wir von hier aus, von unserem Discoverer, sagen, kauf bitte so und so viel Erz und flieg dann zu uns hier in den Sektor. Und sobald er hier im Sektor ist, können wir wieder suchen, wo kann man das Erz gut verkaufen. Da schicken wir ihn hin. Sobald es verkauft ist, schicken wir ihn wieder zurück nach Herons Nebel, suchen da wieder eine Erzmine, wo es günstig ist und so weiter und so fort. Das heißt, in der nächsten Folge, wenn wir uns wiedersehen, werde ich das schon so 10, 20 Mal gemacht haben, damit wir genug Geld haben für die nächsten Schritte. Also ich werde wirklich immer nur von A nach B tingeln und die Sachen kaufen bzw. verkaufen. So, jetzt drehe ich aber mit meinem Discoverer hier ein wenig um, denn wir sind schon viel zu weit geflogen. Wir haben jetzt allein schon in dem Sektor 3 Stationen, wo wir Erz brauchen. Das ist sehr gut. Und das Lager ist schon halb leer. Das Lager ist leider fast voll. Das Lager ist auf die Hälfte. Okay, gucken wir mal weiter. Ich lege jetzt mal einfach da hinten hin und schmeiße den Zahn. So, also ja, das ist so der erste Schritt als Händler. Man guckt sich die nähere Umgebung an mit dem Discoverer, wo man die Sachen kaufen und verkaufen kann. Fokussiert sich am besten auf ein, zwei Ressourcen, bis man genug Credits zusammen hat, um sich auch mal Fehlgriffe leisten zu können. Und schaut dann weiter. Momentan mache ich das ja noch alles manuell. Das heißt, ich suche wirklich eine Station raus, gucke, wie der Preis ist, sage dann meinem Merkur, kauf bitte bei der Station an. Such dann die nächste Station raus, wo er es verkaufen kann und sag ihm dann wieder manuell, bitte da verkaufen. Das kann man später noch einfacher machen. Mit einer Trade-Software MK1 und MK2 und später sogar MK3. Mit der letzten Stufe kann man ihm sogar sagen, mach das alles vollkommen selbstständig. Das heißt, man sagt, stell dich in den Sektor und besuche noch den nächsten umliegenden zwei Sektoren und innerhalb dieses Radius kaufst du und verkaufst du nach eigenem Gutdünken. Und schickst das ganze Geld, was du dabei machst, einfach mir. Das heißt, man muss sich gar nicht mehr darum kümmern. Außer er wird angegriffen. Der Haken an der Sache ist nur, diese Software kostet, ich glaube, in der Vanilla-Version 500.000 Credits. Das ist schon ein ganz schöner Happen. Aber auch die Vorstufen, also MK1 und MK2, sind sehr hilfreich. Zum Beispiel kann man damit sagen, wir klicken dann wieder unseren Merkur an und sagen dem Merkur, du kauf mal bitte innerhalb dieses gewissen Radiuses zum günstigsten Preis Erz an. Dann sucht ihr die Station mit dem günstigsten Preis, fliegt dahin, kauft das Erz, schickt uns eine E-Mail, sagt, ich habe günstiges Erz gefunden und gekauft, was soll ich jetzt machen? Dann geben wir ihm den nächsten Befehl, such bitte selbstständig den besten Punkt, wo du es verkaufen kannst und melde dich dann wieder. Und so muss man dann nur zweimal was klicken und er kauft selbstständig Sachen ein und verkauft sie auch wieder. Das spart eine Menge Zeit. Das heißt, das ist unser nächster Schritt. Wir werden unseren jetzigen Merkur damit ausrüsten, werden uns vielleicht noch einen zweiten kaufen und werden ihn immer selbstständig ein- und verkaufen lassen. Aber dafür müssen wir erstmal die Software kaufen und dafür brauchen wir Geld. So, das heißt, ich docke jetzt bei der Station da an, werde dann abspeichern und wenn wir uns wiedersehen, werde ich ein paar Mal manuell die Flüge hier gemacht haben, von Herons Nebula Erz holen, hier in Argon Prime verkaufen und dann haben wir hoffentlich so 100, 200.000 Credits, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und damit können wir dann shoppen gehen. Ich guck mal ganz kurz. Da. Besitz. Erst Erzmine Beta. Oh, das können wir noch machen. Sehr schön. Das heißt, wir klicken jetzt auf ihn rauf, sagen Handeln.
Und nein, es ist jemand zu früh gekommen. Ja, das ist echt ärgerlich. Also der Preis ist jetzt wieder viel zu hoch, weil das Lager so niedrig ist. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Galaxiekarte, Herons Nebel und uns da jetzt die Erdmine raussuchen, die günstiger ist. Die ist nicht günstig. Die ist nicht günstig. Die wird langsam. Also ja, eventuell muss ich dir noch Silizium ankaufen und die woanders verkaufen. Aber das kriege ich schon hin. So, das schließen wir erstmal. Das mache ich dann gleich. Jetzt schmeißen wir Sinza an, fliegen zum Ausrüstungsdock. Denn wir können nur in den Stationen abspeichern. Man kann später zwar auch im Weltall direkt abspeichern, aber dafür muss man sich einen Gegenstand kaufen. Und die Credits haben wir momentan einfach nicht über. So. Beim Docken wird auch automatisch gespeichert, aber sicher ist sicher. Spiel speichern, da. Und wir sehen uns gleich mit jeder Menge Credits wieder. Also bis denne.